Galaxien, von Gas- und Staubwolken, die kollabieren, und von Planeten, die sich schließlich bildeten, und all den Prozessen, die die ermöglichen, um schließlich eben auch als Produkte diese schwereren chemischen Elemente erzeugt zu haben, die aus den einfachen Wasserstoff- und Heliumatomen entstanden sind, sich bildeten. Und in diesem Sinne sind wir tatsächlich aus Materialien zusammengesetzt, die allesamt in Sternen oder eben in Gaswolken oder sogar noch weiter zurückliegend im Urknall entstanden sind. Wir sind in der Lage, ziemlich viel von dem, was es hier auf der Welt gibt, von der Natur, die wir hier vorfinden, zu zerstören. Wir sind im Begriff, das auch zu tun. Wir können auch ins All eingreifen. Dürfen wir das? Wie ist das für Sie als Astronom zu bewerten? Als Astronom? Aha. Ich meine, wenn wir sagen, wir sind ein Flackern im Weltall, es wird uns irgendwann nicht mehr geben und das All ist so unendlich groß, könnte man eigentlich sagen, es spielt jetzt auch nicht so eine Rolle, wie wir mit der Erde umgehen? Nein, nein, das denke ich schon nicht. Aber das ist nicht unbedingt nur eine Frage des Astronomen, aber Sie haben natürlich recht. Ich stütze mich da schon auf Kenntnisse, die ich als Astronom erworben habe und die auch die Astronomen selber zutage gefördert haben. Aber nicht nur. Sagen wir so, was die Astronomie zeigt, ist, dass wir Ausgeburten dieser Entwicklung sind, der Materie. Und wenn wir vorhin über den Urknall gesprochen haben, als dem Anfang der Welt, dann wollte ich, oder können wir jetzt einfach nachtragen, dass das so zu verstehen ist, der Urknall war etwas so Einfaches. Obwohl ich gesagt habe, es ist enigmatisch und es ist völlig unverstanden. Und es gibt doch so viel rätselhaft, dass wir sagen müssen, er war andererseits auch so einfach. Weil es gab diese Gestalten, die wir repräsentieren, und diese Wesen, nicht wahr, die wir jetzt auf diese Weise kommunizieren und alle diese Gedanken haben können, gab es noch gar nicht. Und eben jetzt vorhin haben wir von einem Schritt gesprochen, der dazwischen gekommen ist, nämlich der Aufbau von Materialien, die am Anfang nicht waren, aber die jetzt in uns stecken. Und woher kommen sie eben? Aus dieser Zwischengeschichte. Nicht wahr? Und diese Zwischengeschichte heißt, sie hat nicht nur die Elemente gebracht, also aus Wasserstoff und Helium, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Eisen, alle die höheren Elemente gebildet, aus denen in einem zweiten Schritt nachher komplexere Verbindungen wurden, nämlich nicht nur bei Atomen blieb es, sondern es gab Moleküle, lange Kettenmoleküle, die so auch noch andere Formen annehmen können, als die einfachen Atome haben. Und also mit anderen Worten, die Komplexität der Materie hat zugenommen, von der einfachen zur komplexen Materie. Und wir sind sozusagen einfach die Repräsentanten an unserer Stelle des Universums, bei dem die Materie ihren höchsten Komplexitätsgrad erreicht hat. Und das abschließend ist, für immer? Nein, nein, das ist damit ja nicht gesagt, sondern wir haben ja jetzt diese Zeit, beziehungsweise wir leben in der Zeit und können, wie soll ich sagen, auch sehen, dass wir in der Zeit irgendwoher aus der Zeit, aus der vergangenen Zeit her kommen. Und wir haben auch eine Zeit vor uns, in die wir gehen. Und wenn wir jetzt uns in der Gegenwart befinden und sehen, wir kommen von irgendwoher und wir können im Prinzip irgendwo hingehen, das praktizieren wir ja täglich, in kleinen wenigstens, indem wir uns Pläne machen, nicht wahr? Dass wir in einer halben Stunde vielleicht hier wieder rausgehen und dann irgendetwas anderes machen. Das zeigt uns, dass wir in der Lage sind, gewissermaßen mit der Zeit selber zu hantieren oder die Zeit selber zu strukturieren. Die Zeit nicht einfach nur geschehen zu lassen, sondern das Geschehen, das in der Zeit stattfindet, selber mitzuformen. Und diese Kapazität, die war vorher der Materie auf ganz viel, viel primitivere Weise nur möglich. Und das gibt uns Verantwortung? Ja, eben diese Möglichkeit, dass wir jetzt imstande sind, die Materie und auch alle Erscheinungsweisen in der Materie, also auch in Form von Lebewesen, die wir ja sind, selber beeinflussen zu können, selber mitgestalten zu können, selber in Nöte bringen zu können oder eben zu fördern, mit ihnen, mit anderen Worten, einfach einen Umgang zu pflegen. Und man kann jetzt natürlich Beispiele nehmen, wenn Sie von Verantwortung sprechen, dann meint man ja, dass man für ein Geschehen eben zur Rechenschaft gezogen wird, das vielleicht eben nicht so herausgekommen ist, wie das die Betroffenen sich wünschen. Oder dass man sich um Dinge kümmert, die
in einer bestimmten Art und Weise ablaufen könnten? Also, dass man sich verantwortlich fühlt in einem zukünftigen Sinne? Natürlich, natürlich. Klar. Die Verantwortung selber ist ein Bewusstseinszustand, den man möglichst aufsuchen sollte oder sich vergegenwärtigen sollte, um zu sehen und zu entscheiden, was kann man in der Zukunft machen. Wie soll man in der Zukunft vorgehen, ohne dass es eben dann dazu führt, dass jemand sagen kann, oh, damit bin ich überhaupt nicht einverstanden oder du legst mir da Steine in den Weg oder du machst etwas Unmögliches. Kann man das noch rechtfertigen? Das soll doch dazu führen, dass man dann nachher auch noch imstande ist, etwas weiter zu tun. Wenn du das eben so machst, dann schneidest du dir da Wege ab oder schneidest uns Betroffenen Wege ab. Alle diese Komponenten liegen eigentlich in der Verfassung des Menschen, in der Reichweite des Menschen und konstituieren dann eben diesen Bewusstseinszustand, den wir mit der Verantwortung verbinden müssen. Also Sie würden sagen, weil wir in der Lage sind, uns zu kümmern um den Zustand der Welt, sollten wir das auch tun. Verstehe ich das richtig? Auf jeden Fall, natürlich. Weil wir haben jetzt gesehen, als Ausgeburten der vorangegangenen Entwicklung haben wir bisher nichts, wir konnten nichts sozusagen dazu tun oder ändern daran, dass es uns jetzt gibt. Wir konnten nicht an unserer eigenen Konstitution sozusagen mitreden, sondern das hat sozusagen die ganze Natur für uns getan und hat uns in einen Zustand gebracht, an dem wir uns jetzt vorfinden, mit Fähigkeiten ausgestattet, wo wir sagen, die sind jetzt in unserer eigenen Kompetenz anwendbar. Diese Fähigkeiten können wir jetzt ausüben in unserer eigenen Kompetenz. Da müssen wir nicht nur uns orientieren, oder jedenfalls ist das das normale Bewusstsein. Man fragt nicht danach, woher habe ich diese Kompetenz jetzt zu denken und mir die Zukunft vorzustellen. Das ist eben die Vergesslichkeit oder die Vergessenheit, die ich auch eben eigentlich versuche nicht zu bekämpfen, aber ihr entgegenzuwirken, sondern wieder ins Bewusstsein zu rufen, hey, Menschen, wir haben das, was wir haben, nicht gestohlen. Und es ist nicht einfach jetzt selbstverständlich, sondern wir haben das als eine Vorgeschichte, die uns jetzt scheinbar dazu ermächtigt, in eigener Verantwortung oder aus eigenem Willen heraus, nach eigenem Gutdünken zu handeln. Und das ist ein Kurzschluss. Der kann nur dann entstehen, wenn man meint, man sei der Erste, der das macht, sozusagen. Oder man habe in irgendeiner Weise sozusagen das selber auch veranlasst, dass man jetzt über diese Fähigkeit verfügt. Und vergisst, nein, es ist jemand anders oder etwas anderes gewesen, das vorgearbeitet hat und in uns, in dieser Fähigkeit zu denken beispielsweise, kulminiert. Also müssen wir diese Geschichte verlängern und wir müssen sehen, dass, wenn das vorher blind war, dann müssen wir jetzt die Augen, die uns geöffnet worden sind, verwenden, um da in die Zukunft zu schauen und etwas Neues zu machen, was die Natur vorher nicht konnte. Es gibt viele Menschen, die beschreiben den Blick an den Sternenhimmel als eine quasi religiöse Erfahrung. Hat Sie der Blick in die Sterne irgendwie religiös gemacht? Ja, vielleicht, also gemacht, ich weiß es nicht, ob es ein gemacht worden sei, sondern es ist vielleicht auch eine Vertiefung einer Anlage, die vielleicht schon vorhanden war. Ich habe Ihnen ja versucht zu sagen, dass ich mich eigentlich schon früh als irgendeine Art von philosophischem Mensch empfunden habe. Also einfach einer, der bewegt wird durch Fragen, die nicht unbedingt dem Alltag entstammen, sondern die irgendwie versuchen, den Alltag, das Übergreifende einzuordnen oder zu verlängern oder einzubetten. Und in diesem Sinne ist es auch, können Sie auch gerade so gut sagen, das ist vielleicht etwas Religiöses. Das ist vielleicht ein religiöser Gedanke und nicht allein nur ein philosophischer Gedanke oder Ausdruck einer philosophischen Neigung. Denn das Religiöse, das heißt ja, sich zurückbinden an etwas. Und diese Zurückbindung, die kann man sagen, ja, die manifestiert sich für mich in dem, was ich versuche zu tun und zu leben. Es ist ein Zurückbinden an
vielleicht an ein Bewusstsein zunächst und dann natürlich an das, was dem Bewusstsein vorangeht. Das ist noch viel archaischer. Eben, das ist die ganze Natur, die dahinter steckt, oder diese Entwicklung des Universums, die dazu geführt hat, dass wir jetzt so denken können. Also dieses Religere, das Zurückgebundensein an etwas Übergeordnetes, das ist für mich schon etwas Religiöses. Und in diesem Sinn kann man sagen, ja, die Beschäftigung mit dem Sternenhimmel, die immer dazu geführt hat oder immer dem Zweck gedient hat, mich eigentlich mehr und mehr einzulassen in diese Welt und mehr an ihr teilhaben zu können, auf möglichst viele Arten und Weisen, das ist auch ein religiöser Gedanke. Und insofern ist auch die Religiosität vielleicht dann gefördert worden. Ja, in diesem Sinn kann man das sagen. Eine letzte, ganz kurze Frage, die sicher schwierig ist und trotzdem wünsche ich mir eine kurze Antwort, wenn das geht. Gibt es weiteres Leben irgendwo im Universum? Das ist etwas, was man vermutet. Ja, also seit über 10 Jahren vermutet man es sogar mit neuen Gründen. Glauben Sie es? Ja, ja, ich glaube es auch. Ja, ich glaube es. Ja, und zwar einfach, weil man jetzt weiß, es gibt viele Planeten im Universum. Man weiß, die Planeten. Familie ist nicht beschränkt auf unser Sonnensystem, sondern es gibt vermutlich Millionen von Sonnen, die wirklich Planetensysteme um sich herum haben. Und das bedeutet auch, die Natur scheint großräumig und in manchen Hinsichten ähnlich vorgegangen zu sein oder vergleichbar vorgegangen zu sein wie an unserer Stelle im Sonnensystem. Schafft also Bedingungen, unter denen eben auch so etwas Komplexes entstehen könnte wie Leben und vielleicht sogar eben dann noch fortgeschrittenes, intelligentes Leben, auch anderswo. Und wenn man dann auch noch bedenkt, dass das Universum doch schon einige Zeit älter ist als unser Sonnensystem und wir selber ohnehin, dann kann man sich eben hoffen, ja, die Hoffnung kann man sich da schon mehr als konstruieren, sondern kann man einfach empfinden, dass auch anderswo noch irgendwelche Lebewesen sind. Die Frage ist natürlich, kann man mit ihnen in Kontakt treten? Kann man als Lebewesen auch die Kommunikation weitertragen, die das Universum als Vorgang, als Prozess eigentlich schon seit Anfang an uns vormacht? Roland Busa, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Dieses Gespräch können Sie noch einmal sehen auf unserer Website oder aber Sie kaufen die DVD. Schweizer Radio und Fernsehen, Redaktion Sternstunden 8052 Zürich. Ihre E-Mail erreicht uns unter sternkopien@srf.ch.